Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Ja, Daily Shop News und Combo Mastery ist mal wieder am Start. Wir gucken mal erstmal wie immer in die Kommentare rein. Wir haben hier einen Kommentar von Sir Matt Clash Royale. Eine Frage: Wann machst du wieder ein Pack Opening? PS, nice Video. Erstmal vielen Dank für das Lob. Ja, Pack Opening. Ich muss es noch zusammenschneiden. Ist das Ding ein paar Mal abgestürzt? Muss man zusammenschneiden. Ich will das jetzt die Tage endlich mal hochladen. Also, das kann jetzt nicht mehr lang dauern. So, dann nächster Kommentar. Danke für die Fragenbeantwortung von Tom der Fan. Immer wieder gerne. So, könntest du mal dein Deck zeigen? Das mache ich dann, wenn ich das Pack Opening gezeigt habe, weil. Ist eine Mystik mit dabei und ihr sollt ja noch gar nicht wissen, was dann da kommt. So, also. Und dann haben wir die nächste von Maxi Max. Echt, warum kann Konami Kongregate, meinst du, es nicht einprogrammieren, dass man wenigstens untereinander eine Gilde tauschen kann? Es muss ja nicht weltweit sein. Ja, das, da gebe ich dir voll und ganz recht. Andere Spiele machen das auch. Leider haben die das seit Ewigkeiten nicht gemacht und auch irgendwie nicht auf dem Schirm, glaube ich. Also, da hast du auf jeden Fall recht, Maximax. So, dann sind wir auch schon in unserer altmodischen Geheimnisschatulle bei der Peggy, Mythic Peggy am Start. So, dann gehen wir in den Shop rein und gucken mal, was hier so aktuell ist. Nach wie vor das Mythic Bob Pack. Kann mich immer nur wiederholen, wer im Swole den fast erreicht hat, sollte es dann hierüber machen, sollte sich die letzten Fragmente zusammenkaufen, um den dann weiter aufleveln zu können mit Wild Brine und Knife, Wielding Seal, Bandit und Sacrificial Robot Goat. Auf jeden Fall eine mega geile Box. So, dann sind wir auch nach wie vor bei der Hottis Box. Hottis Luan, Hottis Salon, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luan Platter bin ich überhaupt nicht von überzeugt. Ja, und dann sind wir auch schon hier in der Meisterschaft und da schauen wir jetzt einfach mal rein, was da so aktuell zu holen ist. Also wir haben hier Live Drawing Haley, wieder eine 500er. Gucken wir mal, was das Ding so kann. Das ist die hier mit Punch mit einem Burger. Und bekommt Angriff mit hinzu, also 21, ist das 21, 21 Punch bei Peter's Drawing mit der Mythic Haley, 23er Burger und 17 Angriff kriegt sie mit hinzu. Wenn eine Combo gespielt wird, das ist natürlich schon relativ stark, muss ich sagen. Hier auch mit Miguel 42 Angriff. In der ersten Runde 22er Burger. Das ist nicht schlecht, das Ding. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde die erst etwas später spielen, dann kann man von der Seite reinpunchen und kann dann noch gleichzeitig heilen. Das ist schon ganz cool. Definitiv. Ach so, da ist er hier unten nochmal. Muss sich jeder selbst überlegen, was er, also ob er das machen will oder nicht. Also 500 Gems für ausgeben oder nicht. Ich mache es nach wie vor nicht. So, dann sind wir hier bei Show and Tell. Die ist jetzt auch schon ein paar Mal inzwischen drin gewesen. Das ist mit der Louise. Und ja, und Schulekarten habe ich, spiele ich auch ab und zu. Oder habe ich auch schon ab und zu gespielt. Hier mit der Louise. Mit Cripple All und Gas. Auf jeden Fall eine Combo, die definitiv Sinn macht. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier die High School Linda. Dann schauen wir mal in die High School Linda rein. Was die, also jedes Mal komme ich da irgendwie drauf. High School Linda. Ich muss das mal ein bisschen weiter rüberziehen, dann passiert das auch nicht mehr. So, zack. Highschool Linda. Das ist das Ding hier. Mit Bodyguard und Hijack.
defensive Combo mit einer Linda Belcher. Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von Linda Belcher. Und deswegen ist diese Combo definitiv für mich absolut uninteressant. Gut, wenn jemand von euch die im Deck haben sollte und unbedingt spielen möchte, dann kann er sich das ja überlegen. Ich halte von Linda Belcher jetzt nicht wirklich viel. So, das war die Highschool Linda. Und jetzt kommen wir zur allerletzten, die ich früher, die ist jetzt auch schon ein paar Mal drin gewesen, die ich früher relativ stark fand. Aber heutzutage, ja, das ist das nicht mehr so berauschend. Hier mit einer Buzzsaw 25 Angriff im ersten Ding, das ist nicht gerade verlockend. Also die Combo lohnt sich auch nicht mehr für die Tina. Wenn es euch geholfen hat und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Endlich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.